Ja, damit ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video, wo ich auch mal tatsächlich rede. Und zwar habe ich mir von der Firma Rietze einen kleinen Modellbus geholt. Und zwar den PVG O405 N2. Der ist jetzt relativ neu. Und ja, den habe ich mir jetzt bestellt und ich möchte euch heute so ein bisschen das Unboxing-Video zeigen. Unboxing, da Boxing war ein bisschen falsch. Ja, ich weiß, dass man kleben muss, deswegen, ja, Deutsche Bahncard hier, ne, dient ja wie gewöhnlicherweise für mehr Zwecke. Deswegen würde ich sagen, wir packen das einfach mal aus. Das Paket kommt an sich aus Berlin. Da gab es auch ein paar Probleme mit ja, mit meinem Namen, weil ich habe über Facebook bestellt und da heiße ich ja ganz anders als ja, als ich eigentlich heißen sollte. Und dann hatten sie das halt an den falschen Namen geschickt. Das ist wie Weihnachten. Das ist die Rechnung, die ist im Moment egal. Genau, da haben wir das gute Stück. So sieht das Ganze aus. Sogar mit Klimaanlage. Schon krass, wie weit damals die O405er waren. So, wo kriegte man das hier auch auf? In den Seiten. So, und dann haben wir hier schon mal das Fahrzeug an sich selbst. Auch schön alles detailliert, ich sag jetzt mal angemalt, es gefällt mir, weil ich hab ja noch einen O405 Hochflurer und da ist natürlich dann gar nichts, ne? Das ist dann natürlich hier ist alles ein bisschen viel hübscher aufgebaut. So, haben wir hier noch die Spieglein und Scheibenwischer. Und ich kann euch sagen zu den Spiegeln, Leute, ich habe mir einen aus Bremen noch geholt. Die sind hier wirklich der Horror. Also, ihr habt hier einmal, was ihr manuell machen müsst, die Halterung, die halt hier in das Fahrzeug kommen. Und dann müsst ihr nochmal manuell die Spiegel, ich sage jetzt mal die Spiegelplatten, müsst ihr dann nochmal manuell extra dagegen kleben. Und das ist, ja, das ist wirklich Feinfühl. Also da braucht ihr wirklich so viel Feingefühl. Ich würde sagen, ich klebe das Ganze ran und dann zeige ich euch das Fahrzeug nochmal, wenn alles dran ist. Willkommen zurück zu dem fertigen O405 N2 der PVG. Tatsächlich bin ich jetzt fertig geworden mit dem ganzen Kleben. Es ist eine Schweinearbeit. So sieht der Ganze jetzt aus. Gefällt mir doch recht gut. Vorab, ich möchte aber nochmal was loswerden. Und zwar zu den, jetzt zeige ich hier den Mittelfinger, zu den Spiegeln hier. Weil wie man sieht, es sind nicht die Originalspiegel, die normalerweise die Fahrzeuge haben, weil es sind hier eigentlich vom Hochflurer die Spiegel. So, und zweitens ist es extrem schwer, diese kleinen Spiegel daran zu kriegen. Jetzt denkt sich bestimmt jemand so, ja, einfach nur reinstecken. Nein, man muss erstmal die Halterung ankleben, ja. Und da müsst ihr, wie gesagt, diese Spiegelplatte nochmal gegen kleben. So, und das ist eine tierische, eklige Arbeit, wo ich dem, naja, Hersteller nochmal drum bitten würde,
dies vielleicht nochmal anders zu machen, vielleicht nochmal komplett andere Spiegel dran zu machen, weil das ist ja wie gesagt, ja, eigentlich für einen Hochflurer gedacht. Innenraum ist jetzt auch nicht ganz realistisch. Das ist eigentlich genau dasselbe wie vom Bremer Stadtbus. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen finde ich das Fahrzeug gar nicht mal so schlecht. Also ich kann es für Leute, die Spaß dran haben, ein bisschen Fummelarbeit zu haben und sich gerne mit Spiegeln beschäftigen, kann ich das Fahrzeug eigentlich nur ja, empfehlen. Ja, ich bin hiermit raus. Das Fahrzeug wird jetzt erstmal einen wunderschönen Platz in meinem Regal finden. Dort findet ja, es wahrscheinlich noch ein paar Freunde. Und ich bin hiermit raus. Euer Zaras ÖPNV und ciao, ciao.